Also es gibt viele gute Gründe gegen eine Lösungsformel. Wenn ich jenseits von quadratischen Gleichungen bin, bei der kubischen Gleichung wird die Lösungsformel haarsträubend, bei der Gleichung vierten Grades wird sie noch haarsträubender, bei der Gleichung fünften Grades habe ich keine allgemeine Formel mehr. Ganz viele Gründe, es überhaupt nicht mit einer Lösungsformel zu versuchen, sondern es numerisch zu machen, in Zahlen zu rechnen. Und das einfachste Verfahren dafür ist das Newton-Verfahren. Das will ich Ihnen einmal gezeigt haben. Das haben wir sogar schon mal in Aktion gesehen. Ich hatte Ihnen einmal gezeigt, weshalb es sinnvoll ist, Potenzen von Funktionen zu definieren. An dieser Stelle kommt dann zum ersten Mal eine Potenz einer Funktion, wenn man genau guckt. Das ist ein simples und elegantes Verfahren, Nullstellen zu suchen. Nicht nur von Polynomen, von beliebigen Funktionen, aber das funktioniert eben auch mit Polynomen. Also wenn ich solche Gleichungen lösen will, und ich habe keine Lust auf diese unsäglichen Lösungsformeln, wäre das Newton-Verfahren einer der ersten Kandidaten für ein Rechenverfahren, ein numerisches Verfahren, wie ich jetzt wirklich durch Einsetzen von Zahlen herausfinde, wo da die Nullstellen liegen sollten. Natürlich immer nur gerundet. Ich kriege nie ein sauberes Ergebnis. Ich kriege nie raus Pi durch 98 mal Wurzel 2, sondern ich kriege immer nur sowas wie 73,865 plus minus so und so viel, wie ein Messergebnis. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Funktion, die im Verlauf so aussieht und ich suche hier die Nullstelle. Ich hoffe, dass ich eine Stelle kenne, die dicht bei der Nullstelle liegt. Wobei dicht ein sehr relativer Ausdruck ist. Angenommen, ich kenne eine, die so halbwegs nahe dabei ist, Pi mal Daumen schon mal ungefähr getroffen ist. Frage ich mich, kann ich das verbessern? Und wie ich es verbessern kann, ist Folgendes. Ich bilde die Tangente an dieser Stelle x0, bilde ich die Tangente an meiner Kurve. Und dieser Schnittpunkt hier mit der x-Achse mit der Tangente, da hoffe ich, dass das eine Nummer besser ist als mein Original. Den nenne ich dann mal x1. Ein verbesserter Wert, hoffentlich. Ich starte mit einem Wert, von dem ich annehme, dass er dicht bei der Nullstelle ist. Und wenn ich das tue, ich lege die Tangente dran, gucke, wo die Tangente die x-Achse schneidet, vielleicht schon eine Nummer besser. Und das mache ich jetzt weiter. Jetzt gucke ich mir diese Stelle an, lege da wieder die Tangente dran. Sie sehen, das wird jetzt nicht gerade so richtig viel besser. Aber ein bisschen besser. x2. Aber irgendwann, wenn sich das Ding eingeschwungen hat hier, geht die Post ab. Wenn Sie sehen, oh, jetzt nochmal die Tangente dranlegen, das wird schon arg dicht. Den nächsten Mal jetzt vielleicht mal gar nicht mehr hin. Ich zeige gleich noch, dass da wirklich dann die Post abgeht. Also sobald man hier in diesen linearen Bereich reinkommt, wird die Näherung extrem schnell, extrem gut. Wenn ich bis dahin komme, ja, dann habe ich ein Pech gehabt. Es geht noch schlimmer. Ich führe gleich noch ein paar Situationen an, in denen es noch viel schlimmer ist. Das hier wäre die Traumsituation, wenn alles in Ordnung ist. Dieses Verfahren hat ein paar Probleme. Man muss etwas aufpassen. Sage ich gleich noch. Gucken wir uns an, was hier passiert, rechentechnisch. Wenn ich jetzt die Ableitungen ausrechne und die Funktion ausrechne, was dann hier abgeht, die Nummer 18. Wie komme ich von dem ersten Näherungswert vom zweiten zum dritten? Es passiert ja immer dasselbe. Tangente dranlegen, Schnittpunkt bestimmen. Wenn ich weiß, wie ich vom ersten zum zweiten komme, weiß ich, wie ich vom zweiten zum dritten komme und so weiter. Wie finde ich den ersten Näherungswert, wenn ich den zweiten habe, den Startwert habe, den zweiten. Sehr gut. Sieht man hier das Grün? Ja, geht so gerade noch. Diese Höhe hier ist die Funktion an der Stelle x0. Dieser Abstand hier ist x0 minus x1. Der Wert an der Stelle x0, von da bis zur Kurve hin.
Und hier nehme ich x0 minus x1, das ist der Abstand zwischen meinem Startwert und meinem ersten Näherungswert, den ich daraus gerechnet habe. Und jetzt kann ich noch was zu der Ableitung sagen. Die Ableitung meiner Funktion an der Stelle x0, wo finde ich die wieder? Unser Steigungsdreieck sich hier anmalen oder hier eins anmalen, man muss sehr großzügig dran drehen. Hier sehen Sie ein Steigungsdreieck. Das ist ein Steigungsdreieck. Ein Steigungsdreieck an die Tangentengerade, an der Stelle x0. Das heißt, ich kann jetzt sagen, die Steigung ist also f von x0, upsala, f von x0 durch diesen Abstand x0 minus x1. Das ist die Steigung. Das kann ich jetzt auflösen. Dann habe ich es. Also das ist der wesentliche Schritt beim Newton-Verfahren, zu erkennen, dass ich hier dieses Dreieck, dass dieses Dreieck ein Steigungsdreieck ist. Kriegen Sie diesen Zusammenhang und das können Sie auflösen. Gegeben x0 möchte ich x1 ausrechnen und dann habe ich x1 ist gleich x0 minus die Funktion an der Stelle x0 durch die Ableitung an der Stelle x0. Das ist der erste Schritt. Der ist der Iterationsschritt, wie man dann so sagt. Das ist ein iteratives Verfahren. Man macht x mal dasselbe, bis man fertig ist. Man iteriert eine Iteration. Der erste Iterationsschritt ist das. Diese Gleichung hier lese ich rückwärts. Gegeben x0 bestimme ich x1. Das ist dann die Gleichung für x1. Also im ersten Schritt rechne ich Startwert minus Funktion am Startwert durch Ableitung. Und so geht das natürlich weiter. X2 kriege ich dann also als, was rechnen Sie für X2? Immer der gleiche Kram, genau. Also das wäre dann X1, weil ich tue ja dasselbe, Tangente dranlegen, Schnittpunkt suchen. X1 minus f von X1 durch f' von X1 und so weiter. Jetzt kann man auch die Funktion erkennen, die da iteriert wird. Ich starte mit der Funktion X minus f von X durch f' von X. Einmal anwenden und auf das Ergebnis wende ich die Funktion nochmal an und nochmal und nochmal. Das hatte ich mal als Beispiel gebracht. Also das ständige Anwenden ein und derselben Funktion. Und das wird hoffentlich zum Ziel führen. Es führt nicht immer zum Ziel, wie Sie eben schon richtig bemerkt. Es gibt einige blöde Situationen. Nämlich zum Beispiel folgende Situation. Wenn ich hier starte mit meinem x0, passiert sofort Blödsinn. Das Newton-Verfahren wird nach rechts gehen und nicht nach links gehen, wenn ich da zu weit bin. Wenn ich, selbe Situation habe, aber hier genau auf dem Hügel starte, was passiert genau auf dem Hügel? Steigung 0, genau auf dem Hügel hier habe ich die Steigung 0, ich teile durch 0, auch nicht gut. Das heißt, man hat schon so gewisse Vorbedingungen, um das Newton-Verfahren einsetzen zu können. Aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es extrem gut. Und das gucken wir uns nächste Woche an.